Der Kupplungszug hier, der ist einfach gerissen. Ich darf jetzt mit der Hayabusa 300 auf der linken Spur ballern. Dani, halt einfach deine Fresse. Sag am besten jetzt gar nichts mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube, an diesem wundertollen Samstag. Einer der wenigen schönen Tage dieses Jahr. Kommen wir gleich zum Hauptpunkt, warum keine Videos kamen oder warum ich keine Videos aufgenommen habe, weil es kamen ja trotzdem keine Videos, weil ich null Bock hatte, das letzte Video zu cutten irgendwie. Fangen wir von Anfang an. Ich habe dieses Video gedreht, nächsten Tag war ich dann nicht so motiviert zu fahren und am Tag darauf dachte ich mir so, komm, wenn du von der Arbeit nach Hause gehst, isst schnell was, erledigst schnell ein paar Sachen und dann fahr am Abend noch eine Runde rum. Dann nimm vielleicht was auf, je nachdem, wie es läuft. Das war der Plan. Ich musste davor noch zur Bank, ich musste ein bisschen Geld abheben, musste noch ein paar Sachen erledigen. Also fahre ich dahin. Und oben beim 60er Stadion, jeder, der aufs München kommt, weiß, wo das liegt. Jeder, der nicht aufs München kommt, tut mir leid. Auf jeden Fall da bin ich abgebogen und ich habe da schon so ein Knacken gehört, als ich die Kupplung gezogen habe. Und ich dachte mir so, jetzt ist vorbei. Bike ist am Arsch, Digga. Kann ich wegschmeißen. Aber hat noch alles normal gefahren. Fahre ich bis zur Bank. Die ist vielleicht, komm, lass 2-3 Kilometer entfernt sein. Ich biege zur Bank ab. Ich höre nochmal dieses laute Knallen. Ich so, yo, was passiert hier gerade? Darf ich zur Bank reinfahren? Ich bin im zweiten Gang. Ich ziehe die Kupplung. Ich habe halt null Gegendruck gehabt. Ich so, was passiert hier gerade? Ich ziehe die Kupplung. Ich will schalten. Es passiert halt gar nicht. Jungs, der Kupplungszug hier. Der ist einfach gerissen. Digga, dieses dicke, fette Stahlseil, was hier drin ist, ist einfach gerissen. Dann muss ich den ADAC natürlich anrufen, dass er mich abschleppt, weil Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Wobei, ich habe ja mal gezeigt, wie man ohne die Kupplung schaltet, aber das wollte ich nicht machen. Also ADAC gerufen, die dann zur Werkstatt gebracht. Werkstatt gesagt, ja, Kupplung sei gerissen. Ist kein teurer Schaden, aber die haben das Teil nicht da. Eine Woche Lieferzeit. Genau, diese eine Woche, wo schönes Wetter war, hatte ich mein Motorrad nicht und konnte deswegen keine Videos machen. Und deswegen kann ich keine Videos. Deswegen habe ich keine Videos aufgenommen. Bei Videos wären trotzdem, glaube ich, nicht so viele gekommen, weil ich halt echt wenig Motivation, was zu cutten. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, weil der Führerschein erstmal uns komplett aus dem Weg zu räumen. Ich habe es geschafft. Jungs, ich darf jetzt mit der Hayabusa 300 auf der linken Spur ballern. Führerschein war aber auch... Uiuiui. Also... Da hat der Prüfer alle Augen zugedrückt, damit ich durchkomme, Digga. Ich könnte über die Prüfung mal reden, wie diese abgelaufen ist. Also, ich hatte einen Tag davor eine Fahrstunde. Ich könnte über die Fahrprüfung mal reden, wie diese abgelaufen ist. Erstmal, ich hatte eine Fahrstunde, bevor ich die Prüfung hatte, am Tag davor. Nur, dass ich mich an das Bike ein bisschen dran gewöhne und dass ich die Grundfahraufgaben nochmal mache. Sag mal, wie es ist. Schrittgeschwindigkeitsslalom ist immer noch eine Aufgabe. Wer ruft mich jetzt an, Amanaköm? So, das haben wir auch geschafft. Grundfahraufgaben sind absoluter Müll. Alle sind okay, verstehe ich. Nur ich werde es immer noch nicht verstehen, warum man in Schrittgeschwindigkeitsslalom fahren muss. Dann ansonsten alles gut gefahren. Bei der Rückfahrt habe ich dann halt ein paar Mal rechts vor links und vielleicht ein paar Mal über eine volle Linie gefahren. Aber hey! Ich hab's mir gemerkt für den nächsten Tag. So, dann kam der große Tag. Prüfung. Wir fahren zum Übungsplatz. Bis dahin alles okay. Schulterblick hin und her. So, Grundfahraufgaben. Alles geschafft. Bis auf eine. Dreimal dürft ihr raten, welche ich nicht geschafft habe. Ich werd's echt nicht verstehen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber welcher muss bitte schön in Schrittgeschwindigkeitsslalom fahren können. Beim zweiten Mal habe ich es dann gepackt. Beim ersten Mal habe ich halt auch selber gemerkt, yo, du nimmst gerade viel zu viel Schwung. Beiden aufgesetzt, das ist halt verboten. Ne? Noch ein Versuch, dann easy durchgeschafft. So, Rückfahrt zum TÜV. Alles gut, alles super. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Dann kommt der Kreisverkehr. Ich weiß, blinken beim Rausfahren des Kreisverkehrs. Habe ich auch gemacht. Bis auf einmal, wo irgendein Fahrradfahrer mich komplett irritiert hat und ich den Blinker vergessen habe. Das hat mich dann komplett aus Konzept gebracht. Ihr müsst euch vorstellen, es sind noch 200 Meter bis zum TÜV. In 200 Metern ist die Prüfung vorbei. Nächster Kreisverkehr. Da stehen Leute am Rand. Bruder, ich fahre einfach rüber. Juckt mich nicht. Ich dachte wirklich, dass die Leute halt nur dann Vorfahrt haben, wenn ein Zebrastreifen da ist. Ich habe keinen Zebrastreifen gesehen, also werde ich wohl Vorfahrt haben, oder? Bin ich rüber, schaue ich in den Rückspiegel, ich sehe schon, wie das Fahrschulauto stehen bleibt. Ich so, ja, das war falsch.
Und das ist ein ganz großer Fehler. Naja, dann fahren wir weiter, diese 100 Meter. Fahrlehrer ist schon ein bisschen ab von mir. Habe ich rausgehört. Und ich dachte mir so, Dani, Mann. Bis jetzt alles gut. Und jetzt am Ende richtig ins Essen, Digga. Aber so richtig rein. So, steigt der Fahrprüfer aus. Fragt er mich, was haben wir denn vergessen? Ich so, ja, Blinker. Und was noch? Und dann kam mir so rein, ah, die Leute hatten wohl doch Vorfahrt. Ich so, ja, Vorfahrt bei den Leuten im Kreisverkehr. Hat er mir das genau erklärt. Dann wollte ich zuerst sagen, ne? Ja, aber die haben doch nur Vorfahrt, wenn sie einen Zebrastreifen haben, ne? Dachte mir im gleichen Moment, Dani, halt einfach deine Fresse. Sag am besten jetzt gar nichts mehr. So macht er mir da das Leben zur Hölle. Also nicht gut und sowas. Das, sie haben halt Vorfahrt genommen von normalen Leuten, von Fußgängern. Dann das Blinken, okay, kann man mal vergessen, ist nicht so schlimm. Schulterblick muss ich ein bisschen öfter machen. Aber er drückt ein Auge zu. Bam! Ich bin's, Tim! Easy Führerschein. Als wir zurück in der Fahrschule waren, hat mein Fahrlehrer gesagt, du bist noch eine Straße reingefahren, die eigentlich für Motorräder gesperrt war, aber dem Fahrprüfer ist das nicht aufgefallen. Und er hat nichts gesagt. Er wusste ganz genau, wenn er da reinfährt, da darf er nicht rein. Die ist nur für Autos freigegeben, die Straße. Ich bin rein. Prüfer hat nichts gesagt. Fahrlehrer hat auch nichts gesagt. Alles klar, Digi. Ja, mehr Glück als Verstand, sage ich immer, ne? Was auch gut war, ich bin ja die Z650 gefahren. Das ist übrigens auch ein Bike, was ich mir angeschaut habe. Ist gut möglich, dass dieses Bike in der näheren Kollektion, sagt man das so? Auf jeden Fall, die Z ist ein Bike, was in Erwägung gezogen wurde von mir, als nächstes Bike zu holen. Deswegen super, dass ich darauf meine Prüfung mache. Kann ich gleich schauen, wie die so ist. Und ich bin halt drauf gefahren. Natürlich, Digga, das Ding hat halt fast dreimal so viel PS wie meine. Da gibst du im sechsten Gang bei 50 Gas und du bist auf 80. Auf einmal, wenn ich hier im sechsten Gang bei 50 Gas gebe, dann stippt die mir halb ab. Und die Sitzposition, beziehungsweise der Sitz, bei mir ist es halt so ein kleines Stück. Bei der Z war das halt so ein fetter Sitz. So, ja, natürlich sitzt man da bequemer. Habe ich alles gemacht und dachte mir so, ja, die ist schon gut. Ich schau mal, was ich mir als nächstes hole. Am nächsten Tag hole ich die kleine Ninja hier ab. Digga, ich setze mich drauf. Also ihr müsst wissen, hier bei der Ninja kann ich ohne Probleme so da sitzen. Gar kein Problem, Digga. Du siehst ja, wie angewinkelt meine Beine sind. Bei der Z keine Chance. Keine Chance, Digga. Die ist riesig für mich. Oder was heißt riesig? Sie ist genau passend. Die Ninja ist einfach viel zu klein für mich. Ich habe mich draufgesetzt und mein erster Gedanke war, Digga, haben die mein Bike tiefer gelegt? Ich lege meine Beine so normal an. Ich so, Jungs, wie weit oben und wie angewinkelt sind die bitte? Ich bin jetzt 2 Tage in den Z gefahren, Digga. Du sitzt drauf wie auf Sofa. Jetzt bin ich hier drauf, Digga. Du liegst halb. Und das ist ja noch harmlos. Stell dir mal vor, ich habe eine richtige 600er. Digga, da... Ei, ei, ei. Naja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Glocke, was gibt sonst noch? Allen Leuten zeigen, wie cool ich bin. Naja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, allen euren Freunden, Familie, wen auch immer das Video zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass jetzt wieder ein paar Videos kommen. Jetzt, wo sie hoffentlich nicht mehr kaputt geht, die Maschine. Wobei, eine Sache gibt es noch, aber die erzähle ich euch im nächsten Video. Bis dahin, bleibt mir gesund. Und yalla.